Guten Morgen, ihr Lieben. Schaut mal, wie süß die kleine Teddy hier liegt. Ja! Hi! Hä? Oh, Teddy! Teddy! Oh, du bist so eine Süße, ne? Teddy, dreh dich noch mal auf den Rücken. Nicht mehr? Und habt ihr alle gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Wir hatten sogar gestern bei uns hier um 11 Uhr Stromausfall hatten wir. Ja, und da habe ich gedacht, ich gehe ins Bett, weil es hat so lange gedauert. Irgendwann war dann die Nacht Strom wieder da. Jetzt gibt's lecker Frühstück für euch, ne? So, ich bereite jetzt mal Essen für die Kätzchen. In Holland, in Treff, hatten, mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen, hatten diese süße Terrakotta-Töpfchen. Die habe ich mir gekauft für die Katzen. Genau, weil die ganzen Töpfchen, die ich schon habe, die sind schon überall kaputt und habe ich gedacht, nimmst du mal die hier. So, jetzt mache ich mal Frühstück fertig für die Katzen. Grünen Tee habe ich auch schon für mich hier stehen, den trinke ich gleich. Und wir haben uns wieder eine fette Melone bei Lidl geholt. Ich hoffe, die schmeckt diesmal auch so lecker. Ich bin mal gespannt. Die wird dann heute Abend geknöpft, also geköpft. Von vorne. So, ich bin alleine zu Hause. Ich habe mich auch gerade fertig gemacht. War jetzt noch ein bisschen im Haushalt. Robert hatte gestern Homeoffice. Gestern war ja Dienstag, heute ist ja schon wieder Mittwoch. Oh, nee, Wochenende gehen wir auf jeden Fall wieder zum Campingplatz. Meine Eltern kommen nämlich auch wieder dahin. Ich denke, Freitag werden wir schon fahren. Ist ja gut, du kriegst jetzt Essen. Genau, da freue ich mich schon drauf. Ja, ist ja gut. Oh, die kommt hier so an meine Beine hoch. Du kriegst ja lecker, lecker. So, und jetzt bin ich gleich mit meiner Schwiegermutter und mit meiner Schwägerin, also von meinem Mann, die Schwester, gehe ich jetzt gleich frühstücken bei Stinkes. Stinkes, genau. Ja, ich bin schon ewig nicht mehr bei Stinkes. Das ist bestimmt schon, boah, 2 Jahre her. Boah, die zählt die voll in meine Hose. Ich komm. Die Madame hat voll Hunger und zählt hier meine Hose. Was denn? Ich sag, was denn? Klar, die hat Hunger. Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen klein machen hier für euch. Könnt keine Sekunde abwarten. Aber auch letztes Wochenende, das war so schön. Wir hatten ja auch Bombenwetter, hatten wir ja gehabt, ne? Einen Monat sind wir jetzt noch am Platz. Oh, die Spülmaschine ist voll. Ich stell dir mal das Essen dahin. Ja, ist ja gut. So, das sind die drei. So, jetzt geht's für mich schnell ins Eingemachte. Schnell saugen. So, fertig gesaugt. Und wen finde ich hier oben wieder bei Lisa im Zimmer? Die Teddy. Auf dem Käfig drauf. Von Conny, ne? Du musst aber jetzt hier runter. Ja. Nee. Ich weiß, der Schlafplatz ist schön, ne? Aber ich hole dich jetzt hier runter. Ich will einfach nicht. Das ist eine süße Idee. Jo. So, jetzt schnell los. Noch schnell Lippenstift drauf machen. So. So reicht mir. Muss nicht so fett drauf sein. Den habe ich nämlich von der lieben Irene gekriegt. Von Twent It Up. Farbe Matt 481. Genau.
voll schön. Und jetzt mache ich mir noch ein bisschen Parfüm drauf, das My Way. Ich finde den Duft einfach so toll. So, Schüchchen an. Funzel aus, Licht aus. Genau. Und Jasmin. Normalerweise setze ich mich immer dahin und ziehe Schuhe an. Aber jetzt hat sie Paradies aufgebaut. Ich habe gesagt, lass stehen, nicht wegrollen. Echt, gestern war noch fast so 28 Grad und jetzt nur noch gefühlt 18. Es ist manchmal echt, ne? Und morgen, laut Wetterbericht, sollen wir wieder 28 Grad kriegen oder 29. Hab ich vorhin im Wetterbericht gesehen. Ich kann irgendwie gar nicht glauben. Ich lasse mich mal überraschen, wie das morgen ist. Ich bin wieder zurück vom Frühstück. So, und jetzt werde ich mal eine Strickjacke einfärben. Das ist eigentlich hier diese Farbe. Die färbe ich jetzt in schwarz ein. Ich liebe diese Strickjacke, aber da ist irgendwie mir mal was. Man sieht hier, da ist es heller und wieder dunkler. Irgendwie ist da mal was draufgekommen. Keine Ahnung. Hier ist auch zum Beispiel so ein heller Punkt. Ich färbe die jetzt in schwarz ein. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich habe mir jetzt hier dieses Simply Cool Mitternachtsschwarz habe ich mir jetzt gekauft. Das gebe ich auch direkt in die Waschmaschine. Das habe ich schon mal benutzt. Das habe ich schon mit einer Jeanshose benutzt. Die habe ich dann wieder in schwarz angefärbt, weil da ist die Farbe schon so ausgewaschen gewesen aus der Hose. Und dann war die wieder richtig schön schwarz. Deswegen nehme ich das hier. Ja, mal schauen, ob mir das gelingt, weil ich liebe diese Strickjacke und ich mag halt auch gern schwarz. Deswegen färbe ich mir die jetzt in schwarz. Mal gucken, ob es was bringt. Mal testen. Wenn es nichts bringt, dann habe ich einfach Pech. Und hier sitzt die Makerfoot im Wäschekorb. Hey, der hat gerade rumgeührt, hat er. Hat er gemacht. Ja, dann. Ne? Ist nichts richtig hier, hä? Ja, also bei dem Wetter ist heute verregnet und auch nicht gerade so warm. Ne? Jetzt aber auch nicht kalt, aber auch nicht so warm. Kommen sie dann auch rein? Haben die dann keinen Bock drauf? Weil sonst sind sie echt halt immer draußen. So, hab das jetzt mit hier in die Trommel gegeben. Klar, ich könnte es auch in einen Eimer nehmen und das da drin einfärben. Aber ich fand das für mich am effektivsten. So kenne ich das mit den anderen Sachen. Habe ich das immer mit in die Trommel. Ja, ich habe dann hier vieles schwarz. Das wasche ich dann nachher alles ab. Ist nicht so schlimm. Und dann wasche ich die einmal dann komplett auf 60 Grad. Und dann ist auch alles wieder raus. So. Habe ich jetzt auch sowieso in der alten Maschine. In der neuen Maschine mache ich das nicht. Alte Maschine. Das ist nicht so schlimm. Was machen wir denn mal? Also. Ich mach mal. So. Ohne Vorwäsche natürlich. Steht auch drin. Gut, machen wir mal an. Gleich habe ich alles schwarz. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es wird was. Also von den Jeanshosen her hat es immer funktioniert. Ich hoffe, ich kriege das auch richtig schwarz. So, ist fertig. Mal schauen, wie es geworden ist. Halt mal das mal in Licht. Ihr habt ja gesehen, was für eine Farbe es vorher war. Also es ist... Ja, nee, schwarz kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich mache das nochmal. Dann lege ich das lieber in den Eimer. Irgendwie bei diesem Material. Jeanshose war sowas von super, wo ich das mal gemacht habe. Schon was her, aber es hat super gut angenommen. Ja, auch hier ist auch nicht so ganz eingefärbt. Nee, ich gehe die Farbe nochmal holen und dann tue ich das in den Eimer. Das ist auch irgendwie nicht ganz schwarz, das ist so marineblau irgendwie, ich weiß es auch nicht. Shit, eins meiner Lieblingsjacken. Na, ich hoffe, ich krieg's noch schwarz. Okay,
Ein Versuch war es wert. Nee, also ich färbe das nochmal und dann nicht in der Waschmaschine, sondern dann im Eimer und gebe dann da die Farbe rein. Also bei meiner Jeanshose hat das mega gut funktioniert. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht und da habe ich gedacht, ja gut, test es mal damit. Aber das ist jetzt so eine komische Farbe geworden. Nee, ich lege die im Eimer und lasse sie dann da drin liegen. Ich mache das dann lieber da drin. Tio. Oh Mann, das ist eins meiner Lieblingsjacken. Ich wollte diesen Fleck hinten nicht mehr auf dem Rücken haben. Habe ich gedacht, da ja komm, schwarz finde ich ja auch geil, toll. Ja, nimmst du mal das, aber. Wenn es gar nicht geht, dann geht die Strickjacke in den Müll. Aber ich finde die ist halt so schön gemacht, ist die. Naja. Halt nochmal. Farbe kaufen. Im Eimer. Mehr als testen kann man nicht. Aus dem Grund färbe ich auch meine Haare nicht selber. Weil genau das passiert das dann. Das wird dann grün oder sonst irgendwie sowas, ne? Und gehe lieber zum Friseur und lass es dann lieber dann da machen. Ja, wenn das schon mit dem Pullover nicht funktioniert, wie wird es denn dann mit meinen Haaren? Nee, lass mal lieber. Genau. Dann lasse ich das dann doch lieber machen. Ja. Habt ihr das denn schon mal getestet? Könnt mir ja mal schreiben. Ja. Ich versuche es im Eimer. Hier ist alles voller Spielzeug. Normalerweise sitzen wir immer drauf und ziehen immer unsere Schuhe an. Jetzt setze ich mich natürlich immer auf die Treppe. Das liegt nämlich jetzt seit 2 Tagen da, das Spielzeug. Jasmin ist nämlich immer voll süß im Spielen im Moment. Dann sage ich immer, komm, lass stehen, ist egal. Ja, und jetzt auch alle Pferdchen in den Stall eingeräumt. Süß Maus. So, und jetzt haben wir Schuhe an. Jasmin muss noch Schuhe anziehen. Also ich habe schon Schuhe an, weil wir gehen nämlich jetzt die Lisa von der Schule nämlich abholen. Und dann fahre ich noch direkt mit den Kindern zu Rossmann, mir eine neue Farbe für meine Strickjacke holen. Komm, Mausi, wir wollen los. So, ich habe jetzt meine große Tochter auch abgeholt. Sag mal Hallihallo. Hi. Hallo. Gut, jetzt gehen wir hier noch Äpfel holen. Die Ja. haben nämlich jetzt wieder offen. Die hat nämlich jetzt die ganze Zeit zu. Da steht nämlich oben da Verkauf ab Ende August. Ja, und wir haben jetzt September, ne? Hier ich mal rein. So, hier ist einmal die Probiertheke. Kann man hier auch Äpfel probieren? Ich glaube, wir nehmen mal ein paar Gala mit. Die sind eigentlich immer lecker. Extra idealer Kinderapfel steht da. Birne. Ja, da ist eine Birne, genau. Die Triumphbirne. Hier auch eine Easy-Birne. So, ein paar Äpfel habe ich hier mitgenommen. Das sind die Gala. Und? Zeig mal deinen Apfel. Genau. Und der ist mir dann auch ein. Hier. So, ich gebe nicht auf. Ich habe jetzt noch mal Farbe geholt. Genau. Bei DM habe ich mir das geholt. Die hatten zum Glück genau die gleiche Farbe. Und habe das jetzt hier im Eimer drin. Genau. Habe ich jetzt vorgegeben, wie ich das machen soll. Das habe ich jetzt da reingetan. So, jetzt habe ich aber noch die Stöcker hier, damit ich möchte nämlich, dass nämlich alles unter Wasser liegt. Hier schwimmt nämlich von dem Stoff immer was oben und das kriegt ja überhaupt gar keine Farbe ab. Deswegen drücke ich jetzt hier die Stöcker da drauf, damit das auch alles schön unter Wasser liegt. Und dann lasse ich es einfach bis morgen da drin. Ja, und dann gucke ich mal, wie das dann bis morgen auch angenommen hat. Genau, Robert ist auch zum Elternabend. Ja, geht ihr jetzt wieder los, Elternabend. Nächste Woche haben wir bei Lisa Elternabend in der Schule. Heute geht Robert zum Elternabend zu Jasmin. Genau, deswegen mache ich jetzt gleich die Kleine fertig. Ich habe heute noch Nudeln mit Tomatensauce habe ich noch gemacht. Und, oh, zu lang. Oh nein, zu lang. Genau, ich habe noch Nudeln mit Tomatensauce gemacht und ja, werde jetzt Jasmin fertig machen. Und dann geht es nämlich gleich zeitig ins Bett.
Ja, weil die Umstellung jetzt zu den Ferien und so, ne? War dann erst so ein bisschen, nee, ich bin nicht müde und so, ne? Und jetzt so langsam kommt wieder so die Regelmäßigkeit, dass du dann noch abends wieder besser pennt und so. Ja, und ich muss ja jetzt auch bald wieder Zeit im Bett, weil für mich geht's jetzt nächste Woche mit der Arbeit wieder los. Heißt dann wieder früh aufstehen. Ich war jetzt fast 3 Monate zu Hause. Das wird auch für mich eine Umstellung werden. Dann machen wir wieder an. Ich musste nämlich jetzt wieder neu aufnehmen, weil Madame keine Hose an hatte. Madame vor allem, ich gebe dir gar nicht mehr Madame Kopfnuss. Roberta ist auch wieder da. Der war ja beim Elternabend, genau. Ja, ja, Elternpflegschaftssitzung. Ja, da ist er sogar gewählt worden. Zweiter Dingster gedünstet. Ja, als stellvertretender, was weiß ich was. Wir waren aber auch nur mit 5 Leute. Dann hat sich überhaupt keiner gemeldet, dann haben wir jeder losgezogen, dann wurde zwar nochmal gefragt, würden sie das noch machen? Die sagen, ja, komm. Naja, was soll's. Genau. Ist ja das erste Mal, seit von allen Kindern, das ist ja gemacht, oder haben wir das schon gemacht? Nee, doch, ich glaube, ich war mal einer von den Kindern. Du mal, ne? Aber auch nur, hören. Das kannst du gleich wieder. Auch nur Zweiter war ich gewesen, ja. Ja, nur die zweite Wahl. Nur die zweite Wahl, genau. Na? Ja. Genau. So, es ist mittlerweile dunkel, Kleine ist im Bett. Ich gehe jetzt duschen. Mach das. Ich gehe zocken. Genau. Morgen habe ich wieder Homeoffice. Oh, genau. Schön. Ja. Und meine Strickjacke liegt immer noch da unten im Eimer im Bad. Hast du ja nicht gesehen. Ja. Genau. Kamera überhalten. Man kommt nicht ernst zu sehen. Muss ich Ruhe noch erzählen mit meiner Strickjacke? Was denn? Was hast du mit deiner Strickjacke? War der kalt? Nee, die war in einer anderen Farbe und die wollte ich nicht mehr, weil da waren auch Flecken drauf und so. Und da habe ich gedacht, ich tue die in schwarz anfärben, aber das Schwarz ist nicht richtig angenommen worden. Achso, deswegen ist da unten der Eimer, genau, mit den Stecken da drin. Ich habe schon gewundert, wieso du die Stecke einfärbst. Nee, das ist extra, damit das nicht immer oben schwimmt. Okay. Ich habe schon gewundert, wenn man die Stöcke da, wieso färbt die Stöcke? Ja, genau. Dann aber ich habe sie noch nicht richtig gesehen. Ich kam nach Hause und dann war sie ja oben im Zimmer. Genau. Naja. Genau, deswegen werden wir jetzt das Video beenden. Ich mache mich nämlich jetzt 14, geht es auch gleich in die Pofe. Ja, genau. Ich zocke noch was. Ja, genau. Robert zockt noch was. Also, abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.